Vorweihnachtszeit in Berlin. Der Karl-Forster-Chor übt für den großen Auftritt. Noch mehr den Deckel hoch. Also das Weihnachtskonzert soll der Höhepunkt der Saison werden. Romantische Weihnacht, so der Titel. Aber eine Woche vor der großen Aufführung klappt nicht mal das Einsingern. Lächeln Sie? Nee. Noch N, G und A? Alle hier sind Hobbysänger. Sie proben dreimal die Woche und zu Hause üben müssen sie auch noch. Mit Weihnachtskonzerten kann der Chor etwas Geld verdienen. Aber dafür muss alles sitzen. Der Gesang, das Timing und die Atmung. Männer, das geht nicht. Das ist keine chorische Atmung. Das ist immer auseinander. Das ist noch nicht mal mit mir zusammen. Chorleiter Volker Hetfeld wird langsam nervös. Wir müssen aufpassen, wir müssen die Leistung bringen. Wir haben sozusagen den gewissen Druck, so ein Konzert gut zu machen. Deswegen darf es das eigentlich nicht geben, dass wir ein Konzert versägen. Gucken Sie mich das Konzert einmal, versägen. Momentan sieht es jedenfalls nicht gut aus. Und es bleibt nur eine Woche zum Üben. 2, 3, Sen. Sen, der Herr Name, sei gelobt. Der Herr Name des Herrn, sei gelobt. Der Herr Name des Herrn, der Name des Herrn, sei gelobt. Chorleiter Volker Hetfeld ist ehrgeizig und steckt seine Sänger an. Auch Vanessa Weiß. Gerade bei diesem Programm ist es halt so, dass sich die Stücke aneinander reihen. Es hat alles einen Sinn, die Tonarten gehören zusammen. Und wenn man dann einen halben Ton tiefer rauskommt, ist es halt, dann passt es nicht mehr zu dem Stück, was dahinter kommt. Draußen auf den Straßen ist es eiskalt. Warm und gemütlich dagegen die Wohnung von Vanessa Weiß und Matthias Gabel. Matthias ist Bass im Chor, hallo. Vanessa mal, Sopran. Mami ist schon da. Hallo. Die beiden sind ein Paar und haben eine Tochter. Seit ihrer Geburt können sie nicht mehr zusammen zu den Proben gehen. Das vom Himmel hoch klappt immer noch nicht so richtig. Oh. Aber also ich muss selber da auch noch mal ein paar Töne nachschauen. Als Ingenieur hat Matthias eigentlich genug zu tun. Auch seine Frau arbeitet mit. Aber die beiden brennen für den Chor. Es ist eigentlich wie ein zweiter Beruf, wenn man sich vor Augen hält, dass man 2 bis 3 Chorproben pro Woche hat. Und dann auch noch die Chorwochenenden dazukommen am Ende, also kurz vor den Konzerten. Bei so viel Proben kommt man sich näher. Auch Vanessa und Matthias hat die Musik zusammengebracht. Tröstet. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht der Herr. Der Chorleiter hat besonders die Männer kritisiert. Matthias muss auch noch ein bisschen üben. Sanftmütig. Nur noch 3 Tage bis zum Konzert. Die Sonne ist gerade erst aufgegangen. Ein besonders engagierter Basssänger trainiert für den großen Auftritt. Michael Schuntermann. Wenn man 1,5 Stunden Konzert gibt, dann fordert das einfach. Es erfordert ein ganz erhebliches Ausmaß an Konzentration, an Ausdauer, ja, Stehvermögen. Und man muss dauernd präsent sein, dauernd präsent. Man kann nicht irgendwann mal abspannen. Dieses Konzert ist für Michael wie ein Marathon. Nach dem Training erklärt er seiner Frau, warum die Musik den ganzen Aufwand eigentlich wert ist. Ja, die schöne Müllerin, viele Lieder aus der schönen Müllerin. Aber daran zu arbeiten, das war die Herausforderung. Ja, die. Und ich muss sagen, man beschäftigt sich mit den Liedern viel, viel intensiver, wenn man sie sich erarbeitet, gesangsmäßig erarbeitet, als wenn man sie. Es kann der beste Bariton der Welt sein, der das singt.
man kriegt nicht dieses Gefühl, als wenn man es selber singt. Als Michael vor 7 Jahren in Rente ging, schenkte ihm seine Frau eine Gesangsstunde. Er war sofort begeistert. In der zweiten Stunde, also Woche darauf, wollte Bettina mit mir Monteverdi singen, Portimiro. Das war eine Herausforderung, dieses Duett einzustudieren. Hast du noch die Melodie im Kopf, wie das loset? Portimiro, Portigodo. Ja. Michaels Repertoire an Liebesliedern gefällt seiner Frau am besten. Ein Chor besteht aus Gesang, aber ganz ohne Instrumente geht's auch nicht. Chorleiter Volker Hettfeld muss selbst anpacken. Die schweren Pauken holt er mit seinem Cellisten ab. Wir haben morgen Orchester, Chor, Generalprobe und müssen die Pauken von einem in den anderen Probenraum tragen. Volker ist sogar sein eigener Fahrer und spart damit Geld. Es ist so, dass selbst Kirchen insgesamt sehr hohe Mietkosten aufrufen. Also bis zu 900 Euro, die hätten wir morgen nur für die Generalprobe zahlen müssen. Können wir zumachen? Ja. Proberäume sind sehr teuer. Konzerte auch. Werbung, Solisten, Orchester und den Konzertsaal müssen die Chöre erstmal aus eigener Tasche bezahlen. Also so ein durchschnittliches chorsymphonisches Konzert in den großen Häusern kostet plus minus 30.000 Euro. Das muss man sich vorstellen, muss erstmal refinanziert werden. Also wir brauchen dann in der Regel schon eine Auslastung von 1.000 Besuchern, um in etwa die Kosten decken zu können. Für das Weihnachtskonzert reichen schon 300 Besucher. Viele Chöre in Deutschland haben sich schon in die Pleite gesungen. Umso wichtiger sind staatliche Förderungen. So können zum Beispiel Chorleiter wie Volker Hettfeld bezahlt werden. Er ist der Einzige, der ein kleines Gehalt bekommt. Um zu überleben, leitet er noch weitere Chöre und unterrichtet Musik. Ja, dann haben wir es. Super. Es ist Samstag, morgen ist das große Konzert. Musiker und Sänger treffen sich bei der Generalprobe. Hoffentlich geht alles glatt. Die Engel der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Drei Stunden Probe. Aber perfekt ist das Zusammenspiel immer noch nicht. Und da, wo ich mit dem Ellbogen komme und sie wirklich versuche zu halten, da gehen sie mir, da gehen sie weg mit dem Kopf. Da gehen sie in die Noten. Und das ist dann, da kann ich nichts machen. Nach der Generalprobe geht Sängerin Indurani Sinha nach Hause. Sie singt Sopran, die Melodiestimme. So kurz vor dem Konzert nutzt sie jede freie Minute zum Üben. Man fährt ja ungefähr eine Dreiviertelstunde von Ort zu Ort, von A nach B in Berlin. Und da schaue ich mir meine Karteikarten an. Und da gehe ich die Texte durch, lerne die Texte auswendig und summe so vor mich hin. Und gehe die Lieder durch, bereite mich fürs Konzert vor. Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei. Jetzt wird's ernst für die Sänger. So,
Dann kann es losgehen. Zuschauer wurden gebraucht, 450 sind gekommen. Allein das ist schon ein Erfolg. Selbst Matthias ist in Hochform. Das Publikum ist begeistert. Die Sänger wirken wie erlöst und voller Emotionen. Wirklich, ihr wart tapfer. Das war schon anstrengend, aber schön. Das Adrenalin sieht mir man sicherlich noch an. Es war ein ganz tolles Konzert. Das Konzert war gut. Es war gut besucht, es waren viele Leute da, die Leute hatten Spaß. Ich hoffe, dass du. Das war mein Eindruck. Der große Auftritt, rundum gelungen. Das nächste Konzert kann kommen.